Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Stoic Challenge Dark Souls 3. Heute machen wir die Lücke zu, die dadurch geschlagen wurde, dass ich eine Aufnahme nicht gestartet habe. Und zum Anfang gucken wir uns erstmal an, wo wir hier eigentlich sind. Wir sind direkt nach der Stelle, an der dieser dicke Mann mit dem langen Zahnstocher um den Brunnen marschiert. Da oben ist diese Szenerie mit dem Priester, der die Wucherung am Kopf bekommt, wenn man ihm zu nahe kommt. Hier sind wir ein paar Mal gestorben. Hier rechts die Treppe rauf kommt dieser Hinterhalt, wo ein einzelner Gegner scheinbar auf uns wartet. Ganz harmlos. Und sobald man hier hinkommt, kommen nochmal vier hier die Mauer raufgesprungen. Aber durch das Aufleveln ist das alles kein großes Drama mehr. Hier hinten ist der Aufzug, in dem ich mich glorios versenkt habe beim Versuch, meine Seelen wieder zu bekommen. Ich war ja oben gestorben, der Aufzug war schon oben und ich bin dann in den Schacht gefallen. Das war, glaube ich, im Video 2. Jetzt fahren wir den einfach mal nach oben, um zu sehen, wo der hinführt. Es stellt sich raus, was ich im Video auch vermutet hatte, das ist tatsächlich ein Shortcut. Das führt einfach zu einer Stelle zurück, an der wir vorher schon waren. Gucken wir einfach schnell, wo wir hier sind. Und dann fahren wir auch schon wieder runter. Also, wenn wir hier die Treppe raufgehen, kommen wir an diesem Übergang an, an dem die beiden Hunde waren, die vielen Steinstatuen. Da oben ist ein Bogenschütze, hinter dem Bogenschützen direkt ist das Bonfire. Das heißt, wir sind zurück am vorigen Bonfire hier. Und hier schließt sich einfach das Level, der Kreis im Level. Eine andere Stelle, die in dem Teil, den ich versehentlich nicht aufgenommen habe, zu sehen war, ist dieser tiefer gelegene Raum, in dem die drei großen Riesenskelette und auch zwei oder drei Hunde, ich weiß nicht mehr genau, sich rumtreiben. Auch da geht es nicht furchtbar viel weiter. Da gibt es zwei kleine Sackgassen und am Ende der einen Sackgasse lag ein Ring. Und mit diesem Ring kann man eine der vielen verschlossenen Türen aufmachen, hinter der ein Dieb eingesperrt war. Der Dieb hat sich bei uns bedankt, hat uns gebeten, nach dem Rechten zu schauen bei seiner Frau in Undead Settlement und uns einen Ring gegeben, den wir der Frau bringen sollen. Wir sind noch nicht im Undead Settlement, deswegen erzähle ich die Geschichte gleich zu Ende, wenn wir da angekommen sind. So, und jetzt geht es hier weiter. Da sind zwei von diesen roten Rittern. Die sind nicht ganz harmlos, deswegen erledigen wir die lieber einen nach dem anderen. So. Genau. Nummer 1. Roter Ritter Nummer 2. Erledigt. Da rechts oben ist eine kleine Schleife, auf der auch irgendwas zu holen war, ein kleines Goodie. Da ist auch noch ein roter Ritter, den lassen wir jetzt einen schönen Tag haben, den müssen wir nicht auch noch totschlagen. Hier ist ein Gegner mit roten Augen, den ich erstmal noch nicht probieren möchte. Das besteht immer noch die Chance, dass das schief geht. Hier sind ein paar Nachrichten am Boden beim Eingang. Vielleicht noch einen Blick von draußen da drauf werfen, beim Eingang hier in diese Kirche. Eine relativ prächtige große Kirche mit einer blau bestrahlten Rosette. Wo das blaue Licht herkommt, ist mir nicht so ganz klar, aber jedenfalls leuchtet die drinnen und draußen. Vielleicht ist da eine Neonröhre verbaut. Die Nachrichten hier von anderen Spielern. Praise the Moon. Mhm. Ally required ahead. Hier ist ein Blutfleck, das heißt, hier finden Kämpfe statt. Das ist ja das schöne Element hier in Dark Souls, dass man an den Blutflecken immer sieht, wo die anderen Spieler gestorben sind. Hier die Nachricht vor ihr, try beating to a pulp, scheint mich dazu aufzufordern, sie anzugreifen. Aber es ist ja bei diesen Nachrichten in Dark Souls bekanntermaßen so, dass ein Teil davon sehr nützlich ist und ein ganz großer Teil davon von Trollen kommt, die einfach nur einen verführen möchten, Blödsinn zu machen. Ich möchte sie jetzt noch nicht angreifen. Es kann sein, dass das sowieso irgendwann kommt.
Vielleicht ist das auch das, was aus einer bestimmten Perspektive das Richtige jetzt ist. Vielleicht bekommt man da was, was man sehr gut gebrauchen kann. Ich mache das jetzt aber trotzdem nicht. Was passiert ist beim ersten Mal hier vorbeikommen ist, sie hat uns ein bisschen was erzählt und einen Banner gegeben. Und mit diesem Banner hat sie gesagt, wenn man unten zum Haupttor aus der Burg rausgeht, dann kann man mit diesem Banner zum Undead Settlement transportiert werden. Und das machen wir jetzt auch. So, hier rechts wieder der Rotäugige, links nochmal so ein roter Ritter. Und wir gehen jetzt hier einfach die Treppe runter. Da sind zwei relativ harmlose Gegner. Und hier rechts nochmal ein Bogenschütze. Wo ist er? Was? Hallo? Das sollte eigentlich ein Bogenschütze sein. Das wurde ja auch. Was geht hier vor? Ah. Du bist das. Machst du da unten? Ah, wir sind alle drei hier unten jetzt. Und das liegt, glaube ich, daran, dass ich von hier unten gerade gekommen bin. Und dann habe ich die schon mal aufgestört. Dann haben sie ihre Ruheplätze verlassen. Wollen wir ihnen mal nicht böse sein? Das. Beiden hier auch noch erledigt sind. Hier haben wir diese Pilger aus dem Vorspann, die wir gesehen haben, die nach Norden gezogen sind, um herauszufinden, dass das Feuer erlöscht oder was in der Art. Ob die versteinert sind oder verbrannt oder einfach nur tot und hier liegen und aus irgendeinem Grund in dieser Welt die Dinge nicht verwesen, wir wissen das nicht. Hier diese riesige Halle sieht nicht von ungefähr aus wie eine Bossarena. Das ist der Raum zwischen dem Haupttor der Burg und dem ersten Innentor. Das ist natürlich der Raum, in den man potenziell feindliche Besucher erstmal großer Gefahr aussetzt. Hier gibt es überall Schießscharten, das heißt, hier unten ist man quasi wehrlos als Besucher der Burg. In diesem Raum war Fort of the Boreal Valley, der riesige gepanzerte Hund, der beim ersten Mal mich einfach platt gemacht hat. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, der ist so groß, den kann man sich problemlos unter den Bauch stellen und dann kann man ihn von unten bearbeiten. Nach 3-4 Schlägen springt er dann weg und dann muss man sich vorsichtig wieder ranarbeiten, aufpassen, dass man nicht von einer magischen Attacke getroffen wird. Und so kann man ihn relativ schnell zur Raison bringen. Gucken, ob wir hier ein Echo von diesem Kampf bekommen. Da ist er ja. Das wird kein gutes Ende nehmen. Pissing me off. Ach, hör doch auf, Spiel. Oh, shit. Ich sehe 10 Sekunden lang gar nichts und dann bin ich tot. Was denkt ihr euch denn dabei? Voll scheiße. Also, ja, ich weiß nicht, wie lange ich das durchhalte. Oh, fuck you! Fucker! Oh, meine. Nein, 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 nein! Das gibt's doch nicht! Kotz! Fuck you! Asshole. Puh. Gut, soweit die Geschichte von Ford. Dem Hund des Wintertals. Wenn wir hier rauskommen, dann eröffnet sich uns da ein schöner Blick auf das, was jetzt gleich kommt. Hier unten ach ja, da drüben ist die Brücke unterbrochen. An der Stelle werden wir gleich landen. Und hier vorne sieht man auch schon das Undead Settlement, durch das wir uns gleich durcharbeiten, das auf, im Wesentlichen auf 3 so Höhenzügen liegt, mit einem tiefen Einschnitt dazwischen jeweils. Und was wir jetzt machen, ist hier das Banner erheben. Das führt allerdings zu nichts, weil die Cinematic, die da kam, das waren 3 Gargoyles, die einen wieder abholen, so wie im ersten Teil, nachdem man Sen's Fortress erledigt hat und wird man ja von denen nach Anor Londo getragen. Und solche kommen hier auch. So, während hier gerade lädt, vielleicht
schon mal die Überleitung. Ich habe ja, wie gesagt, ich muss diese Lücke jetzt füllen, weil ich beim ersten Durchgang durch eigene Blödheit die Xbox-Aufnahme gar nicht gestartet hatte. Das heißt, ich hatte am Ende 2 Stunden meine Visage beim Spielen, aber kein Spielvideo. Hab dann am Tag danach das Video, das ich jetzt mache, im Prinzip aufgenommen. Und als das fertig war, zu meinem großen Entsetzen und meiner nicht geringen Frustration bemerkt, dass ich wieder vergessen hatte, das Xbox-Video zu starten. Und hab's dann entlang dieser sprichwörtlichen Wendung, dass man, wenn man auf dem Pferd fällt, direkt wieder aufsteigen muss, sonst bekommt man Angst und macht's nicht mehr, das einfach direkt nochmal gemacht, also ein drittes Mal diese Sequenz durchgearbeitet. Und bei der Aufnahme lief dann die Xbox-Aufnahme, dafür war das Mikro deaktiviert in der Funktion der Kamerasoftware, aus welchem Grund auch immer, ich habe es nicht rekonstruieren können. Dann habe ich es heute ein viertes Mal gemacht und beim vierten Mal hat die externe Festplatte an der Xbox nicht funktioniert und die Aufnahme hat sich nach 5 Minuten automatisch abgeschaltet, weil der internen Platte nur 5 Minuten aufgenommen hat. So, das soll als Vorgeschichte, warum wir gleich über Stoizismus und Umgang mit Frustrationen reden, mal reichen. Jetzt machen wir erstmal die beiden Hunde weg. Einer ist noch irgendwo. Ja, so. So, also hier sind gerade Dorfbewohner bzw. Besucher, die nicht ins Dorf gelassen werden, von Hunden angefallen worden, die man aus dem Dorf freigelassen hat. Das Dorf ist also scheinbar nicht so ganz sympathisch. Wenn man in die andere Richtung geht, das ist ja bei diesen Spielen immer dieses Designelement, dass alles, was die Aufmerksamkeit in eine Richtung führt, einem erfahrenen Spieler sofort sagt, jetzt umdrehen, denn da ist was zu holen. Hier sind noch 2 Hunde, die haben natürlich wieder, ich glaube, eine Waffe in dem Fall, ich weiß es nicht mehr genau, beziehungsweise die fressen da irgendwas und da war ein Shiny drauf. Hier sind wieder diese Pilger, die es gar nicht erst bis in die Burg geschafft haben, weil hier ja das, was wir von oben schon gesehen haben, die Brücke kaputt ist. Und einer dieser Pilger war noch am Leben. Hier sitzt der, wenn man mit dem spricht, dann freut er sich außerordentlich und kommt in Firelink Shrine und verkauft einem in Firelink Shrine Sorceries. Friendship Ahead, das ist damit gemeint. Das ist eine der nützlichen Nachrichten. Von denen gibt es ja auch gar nicht wenige. So, jetzt gehen wir aber ins Undead Settlement. Wie gesagt, das Undead Settlement teilt sich auf in mehrere Höhenzüge. Auf 2 davon kann man nach unten gehen. Vielleicht führen die Wege zusammen. Ich bin aber bei beiden noch nicht am Ende angekommen. Deswegen gehen wir jetzt auf beiden so weit, wie ich das in meinem ersten Playthrough geschafft habe. Und dann beenden wir das. Und auf dem Weg dahin, der wird jetzt nicht besonders herausfordernd sein, weil ich ja schon einige Level mehr habe, als ich hatte, als ich hier durchgekommen bin. Und auch die Waffe einiges stärker ist, reden wir über die Story Challenge. Aber hier erstmal noch ein schöner Blick auf diesen Turm, auf den riesen Bogenschützen, der da oben sitzt. Das ist derselbe Bogenschütze, der uns in der letzten Folge, der uns in der letzten Folge da unten auf dem Friedhof, den Friedhof sehen wir gleich auch nochmal aus einer anderen Perspektive, beschossen hat. So, aber jetzt genug geguckt. Hier, das ist das andere Settlement, da gehen wir jetzt hin. Hier geht es rein. Wir gehen direkt in den Pflegeleichteren Weg. Das hat keinen großen Vorteil. Es ist nur ein weniger unterwegs von diesen Arbeitern angefallen. Hier unten ist einer. Schalten wir aus. Hier drüben schläft einer. Und hier fällt gleich nur einer aus dem Gebälk. Und dann kommen wir hier unten auf einen großen Platz raus, an dem ein Feuer brennt und ein neuer Gegner auf uns wartet. Eine dicke Priesterfigur. Ich vermute, sie soll weiblich sein, aber das ist ja bei Dark Souls manchmal gar nicht so
ganz klar zu sagen. Von der Stimme her gut, die Figur weiblich. Im Aussehen ist es nicht zu erkennen, was er inspiriert. Das war ja im ersten Teil mit dem Gott Darksun Gwendolyn so, dass der Name weiblich war, die Figur aber eigentlich männlich sein sollte. Das Design der Figur dann wieder eher weiblich wirkt. Das ist jetzt der neue Gegner. Das ist nicht ganz so ungefährlich wie die anderen. Vor allem wird hier einer. Jetzt, wo ich gerade nochmal höre, klingt es doch männlich. Also die Attacken dieses Priester, Inquisitor, was auch immer das sein soll, dieser Figur, machen diese violette Leiste voll. Ich habe es noch nicht erlebt, dass die Leiste ganz voll ist. Ich vermute, dann hat man wieder irgendeine Vergiftung. Gesund wird es nicht sein. Hier ist noch einer. Da drüben steht noch einer. Und damit sind wir hier mit dem Platz weitgehend durch. Es gibt jetzt hier drei mögliche Ausgänge. Man kann einmal hier in diesem Tunnel oder in diesem Durchgang. Da warten noch zwei Gegner. Ansonsten ist das aber eine Sackgasse, wenn man von diesem Lappenboden hier absieht. Runterspringen, aber wir kommen gleich an der Stelle, an der man dann landet, ohnehin vorbei. Hier drüben geht es über eine Brücke. Das machen wir nachher. Stattdessen gehen wir jetzt erstmal hier runter. So, und jetzt das Versprochene. Die Stoic Challenge, die diese Videos ein bisschen inspiriert hat, basiert auf einem Buch eines amerikanischen Philosophieprofessors, William B. Irvine, der in Dayton, Ohio, an der Universität unterrichtet. Der ist Experte für antike Philosophie und speziell für Stoizismus. Und dieses Buch, das es leider auf Deutsch noch nicht gibt, ich kann das aber für alle, die Englisch gut genug lesen können, sehr empfehlen. The Stoic Challenge beschäftigt sich damit, wie man im Leben mit Rückschlägen am besten fertig wird. So, ich rede gleich weiter. Jetzt hier kurz wieder zum Spielzeug. Da oben in dem Raum, durch den wir gerade gekommen sind, war ein Gegner und ein Loch im Boden, durch das man hier in diesen Raum fällt. Hier steht eine Suppe mit Estus, die unsere Health Bar auffüllt. Und hier war eine Sunlight Medal auf der Streckbank. Das hier ist der Gang, in den man fällt, wenn man oben Loch im Boden in dem Gang sprengt, das wir gerade gesehen haben. Hier ist eine neue Sorte Gegner, das sind offensichtlich in einem Käfig gesperrte Leichen. Dark Souls ist optimistisch und freudestrahlend wie immer. So, der sieht gefährlich aus, ist aber eigentlich ganz harmlos. Und hier ist nochmal einer von diesen Käfiggegnern. Und kommen wir hier schon wieder raus. Ja, The Stoic Challenge. Der Titel bezieht sich darauf, dass die wichtige Frage des Stoizismus ist ja, wie werde ich damit fertig? Also es lässt sich ja nicht vermeiden im Leben, dass man Rückschläge erlebt, und wie werde ich mit denen fertig? Und wie gesagt, Dark Souls als Hintergrund für diese Überlegung ist natürlich genau das richtige Spiel, weil dieses Spiel einem quasi ständig diese Frage stellt. Jetzt bist du gestorben. Was machst du jetzt? Jetzt hast du hier 10 Minuten gearbeitet und das kannst du jetzt gerade alles nochmal machen. Wie findest du das? Und das ist, wie gesagt, was das Leben einem ständig zumutet. Und Irvines, von den Stoikern inspirierte Anleitung ist, das Wichtige ist, wie man das framed.
Also, nur mal ganz kurz hier zurück zum Spiel. Hier ist eine kleine Sackgasse. Am Ende war wieder was zu holen. Ich vermute einen Ring oder eine Waffe. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Es kann auch mal ein Seelen-Item gewesen sein. Ansonsten geht es hier weiter. Hier sind jetzt eine Reihe von Gegnern. Da oben ist wieder einer von diesen dicken Zauberern. Da muss ich jetzt nicht viel zu sagen. Den müssen wir jetzt nur der Reihe nach hier erledigen. Deswegen zurück zum stoischen Problem. Was machen wir mit der Tatsache, dass das Leben uns so schwer serviert? Und dieses Framing ist ein Begriff aus der modernen Psychologie. Bezieht sich darauf, dass es einen psychologischen großen Unterschied macht, wie man die Dinge, die einem so begegnen im täglichen Leben, in welchen Zusammenhang oder in welchen Kontrast man die stellt. Und der Vorschlag, den Erwin in diesem Buch macht, ist als Framing eben diese Stoic Challenge anzunehmen. Erwin selber geht da nicht ins Detail, entweder Agnostiker oder Atheist, also er glaubt auf jeden Fall nicht an einen Gott. Redet aber trotzdem von den stoischen Göttern. Und diese stoischen Götter stellen ihm die Aufgabe, mit bestimmten Rückschlägen fertig zu werden. Das ist seine Sicht, das ist die Stoic Challenge. Die Stoic Challenge ist die Herausforderung der Götter. Hier, ich mache dir jetzt deine Pläne kaputt und meine Herausforderung an dich ist, damit würdevoll und sinnvoll umzugehen. Einen strategischen Rückzug an der Stelle. Das Essen ist auch leer. Also, wir sind aber ich besiege den jetzt nicht. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass wir auch nur noch begrenzt, also dass wir auch noch die andere Seite machen müssen in diesem Video. Denn hier, das wird man wieder erkennen, ist das Bonfire aus der vorigen Folge. Hier drüben ist der Friedhof, den der Riese von dort oben, da sieht man ihn am Turm sitzen, mit seinen Pfeilen beschießt. Das heißt, wir haben es jetzt an die Stelle geschafft, an der es hier weitergehen wird. Damit einfach wieder zurück nach oben und die andere Seite noch kurz noch anschauen. Der Stoizismus ist ja als Philosophie steinalt. Die vielleicht wichtigsten Vertreter sind Seneca der Jüngere, ein römischer Philosoph, der so um die Zeit Christi gelebt hat, geboren wahrscheinlich kurz vor dem Jahr Null und gestorben, ich glaube, 65 nach Christus in der Größenordnung. Selbstmord, über Seneca werde ich wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen ausführlicher reden in einem der kommenden Videos. Ein anderer sehr wichtiger Vertreter ist Marcus Aurelius oder Marc Aurel auf Deutsch, ein römischer Kaiser, der philosophische Texte geschrieben hat. Und die beiden haben sich das ziemlich sicher nicht ausgedacht, was in diesen Texten steht, sondern da eine verbreitete Haltung aus der Antike wiedergegeben. Und diese Haltung besteht im Wesentlichen darin, dass man Gleichmut übt. Egal was einem widerfährt, egal was einem passiert, egal was schief geht, egal was sich an Widersächlichkeiten ereignet, man bleibt ruhig, man bleibt gelassen und das ist so ein bisschen wie der moderne Kitsch von, komme gar nicht auf den Namen, das ist positives Denken. Ich komme nicht drauf. Ein amerikanischer Philosoph aus dem 20. Jahrhundert, also Philosoph, da werden sich, glaube ich, manche erstreiten. Norman Vincent Peale, das war der Name. So, jetzt gehen wir wieder kurz zum Spiel zurück. Hier sind wir jetzt über die Brücke gegangen und haben die ganze Szenerie da an diesem Lagerfeuer oben haben wir einfach liegen lassen.
und auf sich beruhen lassen. Hier würde man jetzt normalerweise einfach durch die Stallungen gehen, aber ich habe jetzt hier schon die Kisten und Fässer kaputt gemacht, denn man kann hier auch wieder vorbei. Hier rechts unten ist wieder ein Goodie, ist eine Sackgasse, da gehen wir jetzt gar nicht erst hin. Und hier oben sind leider ein paar sehr nervige Messerwerfer. Mehrere von diesen Kerlen, die mit Messern werfen. Und einige, die einfach nur darauf warten, dass wir kommen. Das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich weiß schon, wo die alle sind, deswegen geht das jetzt ein bisschen schneller. Lästige Angelegenheit. Nein, ich bin nicht dran. Oh, nein, 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 nein. Okay. Bin nicht sicher, ob ich hier wieder rauskomme. Gut, und sonst fehlt uns jetzt ein Stück hier, dann müssen wir nochmal außen rum. Ich glaube, da komme ich jetzt nicht mehr zurück. Dauerlich. Also, das ist aber nicht schlimm. Das sind dieselben Stelle, vor denen wir gerade oben gestanden haben. Dann gehen wir einfach nochmal da lang. Jetzt sind die meisten ja eh schon tot. Dann geht das etwas flotter. Der eine da auf dem Hauptdach ist noch da. Aber einer allein ist jetzt keine wirkliche Gefahr. Hier hinterm Haus gab es noch Goodies zu holen. Hier unten sieht man nachher, wo das Level weitergeht. Wenn man hier drüben schaut, da über diese Brücke gehen wir gleich. Vorher möchte ich aber noch hier auf dieser Seite das zeigen. Auch hier geht es weiter. Hier kann man runterspringen. Von dort drüben kommt ein Gegner. Der ist jetzt gerade nicht zu sehen. Der patrouilliert hier auf und ab. Das habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich nicht weiß, wo es zurückgeht. Und ich habe jetzt 14.500 Seelen, dadurch, dass ich das jetzt zum vierten Mal mache. Die möchte ich auf jeden Fall erst eintauschen, bevor ich hier irgendwas riskiere. So, aber jetzt gehen wir direkt zurück und machen auf den Weg nach unten zur Brücke. Diese stoische Challenge ist natürlich eine schwere Aufgabe. Also jeder kennt das, glaube ich, wenn man auch mal, ich kann das nur empfehlen, Dark Souls Videos auf YouTube zu googeln. Die Wut und Aggression, die bei Leuten freigesetzt wird, wenn dieses Spiel ihnen vermeintlich ungerechtfertigt Schaden zufügt. Also ich sage jetzt vermeintlich, manchmal ist es tatsächlich so, dass das einfach durch schlechte Programmierung passiert oder durch billiges, unfaires Level-Design. Also, da haben wir schon drüber gesprochen. Unfair heißt nicht, das ist nicht zu schaffen. Unfair heißt nur, das ist beim ersten Mal eigentlich nicht zu schaffen. Und wie gesagt, das ist ja Teil der Spielmechanik. Dadurch, dass, wenn man einmal gestorben ist, man alles wiederbekommen kann, was man dabei verliert, ist das dann trotzdem in Ordnung. So, hier, ich habe jetzt diese drei da oben mit dem Bogen ausgeschaltet, weil die Feuerbomben schmeißen. Und diese Fässer hier kann man zwar problemlos zerhauen, die scheinen auch leer zu sein, aber wenn da eine Feuerbombe drauf fällt, dann stellt sich heraus, dass die in Wahrheit mit Dynamit gefüllt sind, dass sich wohl einfach in Luft auflöst, wenn ich mit der Axt draufhaue und dann in einer riesen Explosion hochgehen. Und das habe ich jetzt dadurch vermieden. Hier kommt ein Arbeiter mit einem riesigen Topf. Das muss man unbedingt vermeiden, davon getroffen zu werden. Den kann er bis zu dreimal am Stück oder viermal sogar am Stück auf einen draufhauen und dann ist man, wenn nicht tot, dann doch nahezu tot. Da drüben wieder zerhaubare Gefäße, die einen kleinen Weg blockieren. Hier gibt es eine kleine Treppe, die führt hier runter. Da sitzt einer, der hat jetzt nichts mehr. Der hat eigentlich einen Ring. Und hier unten ist wieder das Bonfire, an dem wir gerade schon waren. Hier mit diesem Wanderer.
Und da drüben wieder der Friedhof, auf den es Pfeile regnet. Und jetzt sind wir dann auch gleich am Ende hier angekommen. Ja, die Stoic Challenge. Es ist ein sehr natürlicher Impuls, dass wenn man sich um irgendwas stark bemüht und dabei einen dramatischen Rückschlag erleidet, dass das Frustrationsgefühle und Wut auslöst. Man hat ja das Gefühl, man wird ungerecht behandelt, es wird einem was weggenommen von der Umwelt. Und das ist eben das Geheimnis dieser Challenge, dass man versucht, durch Framing, es wird einem ja nichts, durch Bosheit, also es kann natürlich auch Bosheit sein, das ist ja nicht ausgeschlossen, aber in der Regel ist es, also das Wichtigste ist gar nicht mal, ob das stimmt oder nicht, sondern das Wichtigste ist, dass jeder Rückschlag zwei Komponenten hat. Die eine Komponente ist das, was man tatsächlich verloren hat an physischen Elementen, das, was greifbar verloren gegangen ist. Und das andere ist das, was man psychologisch und emotional damit macht. Und das ist oft der viel schlimmere Verlust, ist, dass man sich sehr lange nicht damit abfindet, nicht damit klarkommt, dass dieser Rückschlag stattgefunden hat. Und wenn man den vermeiden könnte, das ist die Grundhaltung der Stoiker. Wenn man diese Verlustgefühle, diese negativen Emotionen, diese Frustrationen vermeiden kann, dann hat man es viel leichter. Also auch viel leichter damit, den eigentlichen Verlust zu verarbeiten. Das soll jetzt nicht heißen, dass die Verlustgefühle nicht echt sind. Das ist gar nicht der Punkt. Die sind natürlich berechtigt und die sind auch echt und die sind auch nicht dadurch wegzuerklären, dass man sagt, ja, wenn du die nicht hättest, ging es dir besser. Das stimmt. Das stimmt aber auch für den eigentlichen, für den physischen Verlust. Wenn ich das, was ich verloren habe, noch hätte, ging es mir auch besser. Das ist alles gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, wenn ich es schaffe, meine eigene Konstituiertheit, meine eigene seelische Verfassung so zu ändern, dass mich das nicht so in Mitleidenschaft zieht, was ich verloren habe. Dass wenn jetzt dieser Gegner hier mich gleich hier schreddert und ich diese 15.000 Seelen verliere, dass ich das einfach mit einem Lächeln ertrage und selbst wenn ich die nicht wiederbekomme, ist das letztlich ja nicht so schlimm. Und der andere Aspekt, der noch viel wichtiger ist, ist eigentlich, dass wenn man das lernen will, muss man notgedrungen scheitern. Das ist ja dieses Zitat von Beckett, fail, get up, fail again, fail better. Da steckt eine ganz wichtige Erkenntnis drin, nämlich, dass man bei jedem Rückschlag, bei jedem Irrtum, bei jedem Fehler, den man macht, sich das nächste Mal verbessern kann. Und dazu ist es nötig, dass man diese Rückschläge hat. Denn man kann sich nur verbessern, wenn man tatsächlich einen Fehler macht. Und auf diese Fehler dann nicht mit Frustration zu reagieren, sondern am besten noch mit Freude drüber, dass einem die Welt gerade ermöglicht, einen Fehler zu finden und auszubügeln. Das ist die Challenge. Das ist total schwer. Das ist auch überhaupt nicht selbstverständlich, dass man das kann. Aber das wäre das Ziel. Und das will ich hier ausloten, denn wie gesagt, man muss nur mal auf YouTube googeln, Rage, Dark Souls, es ist endlose Freude. Okay, hier sind jetzt zwei von den Leuten mit diesen Töpfen. Und wir haben sowieso das Ende erreicht. Das Video ist, glaube ich, auch jetzt lang genug. Versorgen wir noch den und dann machen wir nächstes Mal. Das war's in der Stoic Challenge mit Dark Souls 3 für heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben alles abgedeckt jetzt, was gefehlt hat und können von jetzt ab wieder nach vorne weiterarbeiten. Und ich hoffe, alle Aufnahmen haben diesmal funktioniert. Sonst mache ich es eben noch ein sechstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.